glaube ich, sehr wichtig, dass wir betonen, was Herr Huber sagte und was auch Herr Degenhardt sagte, dass es sich hierbei um eine Verfassungsbeschwerde handelt, die nicht gegen Europa gerichtet ist, auch nicht gegen den Euro, sondern die deutlich macht, dass wir der Auffassung sind, dass die allgemeine Problematik der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger Europas in Bezug auf die Überwindung der Euro-Krise jetzt nicht auch noch auf die europäischen Institutionen überschwappen sollte und diese Gefahr droht. Wir sind der Meinung, dass es natürlich klug gewesen wäre, für den EMS-Vertrag das übliche Verfahren zur Änderung des europäischen Verträge, also des Lissabonner Vertrages, zu wählen. Das hätte bedeutet, Artikel 48 des Lissabonner Vertrages, man setzt einen Konvent ein mit dem Vorzug, dass man die parlamentarische Vertretung und die der Zivilgesellschaft hätte sicherstellen können und eben nicht nur Regierungseliten wieder hineingenommen hätte. Und das hätte dann natürlich mit großer Sicherheit dazu geführt, dass das, was jetzt von nationalen Parlamenten an Befugnissen weggeht, leichter auf den Bereich des Europäischen Parlaments übergehen kann und leichter in den Bereich der europäischen Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Da gibt es noch ein paar Defizite, das wissen Sie alles. Das ist das Grundanliegen. Jetzt ist natürlich die Frage, Verfassungsbeschwerde, worauf stützen wir die ein? Die Juristen unter Ihnen werden wahrscheinlich auch schon x-mal kommentiert haben, was die Verfassungsbeschwerden des letzten Jahres quasi an Urteil oder Beschlüssen eingebracht haben. Die waren alle darauf gestützt, dass Karlsruhe gesagt hat, es ist so, dass jeder Bürger, der heute wahlberechtigt ist, davon ausgeht, dass das Parlament, nämlich der Deutsche Bundestag, den er wählt, dass die in einer Kompetenz und Gestaltungsrecht haben. Und weil das so ist, kann jeder Bürger, der wirklich befürchten muss, dass diese Kernkompetenz durch Übertragung nach Europa verloren geht, kann auf der Grundlage von Artikel 38 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem Europa-Artikel 23 und in Verbindung mit dem Artikel 79, der diese Kernkompetenz beschreibt, kann Verfassungsbeschwerde erheben. Das Interessante ist, dass das mehrere schon getan haben und in jeder dieser Entscheidungen, die zum Rettungsschirm, zu Griechenland, zu anderen Fragen ergangen ist, hat Karlsruhe die rote Linie, die nicht überschritten werden darf, genau definiert. Und wie Herr Degenhardt und wie Herr Huber gesagt haben, sind wir der Meinung, EMS und Fiskalpakt überschreiten diese roten Linien, sie tun es in unterschiedlichen Punkten. Ich darf deswegen einfach nochmal unterstreichen und wiederholen, wo es der EMS-Vertrag tut. Man weiß nicht, was ist mit der Nachschusspflicht. Darüber wird letztendlich der Gouverneursrat der Europäischen Zentralbank entscheiden. Da hat Deutschland die Stimme, die es eben hat. Und jetzt werden Sie natürlich einwenden und deswegen bringe ich das, dass man unter der Website des Deutschen Bundestags auf der Seite des Ältestenrates kann man finden, dass hier sogenannte Begleitgesetze geplant seien. Und wenn Sie den Inhalt der Begleitgesetze dann sehen, sie liegen noch nicht vor, aber in dieser Pressemitteilung kann man einzelne Punkte erkennen, dann wird dem Bundestag da eine ganze Menge zugesagt. An Mitwirkungsrechten, die im Grunde genommen alles das, was das ESM und auch Fiskalpakt jetzt europäisch verschieben, jetzt wieder in die Gewalt des Bundestages zurückbringen sollen. Ein Beispiel will ich nur nennen, da wird gesagt, der Deutsche Bundestag muss in einer Plenarentscheidung darüber entschließen, und was der Gouverneursrat tut, und der ist dann gebunden. Das ist aber nicht so, weil die Begleitgesetze sind nationale Gesetze und das, was wir bei ESM sehen und dann hinterher auch beim Fiskalpakt, bei ESM Europarecht und bei Fiskalpakt ein europaähnliches Völkerrecht, also noch komplizierter, aber nicht ganz mit dran. Und das ist es genau das Problem, dass man in der Öffentlichkeit erstens nicht zugibt, dass hier Kernprobleme oder Kernkompetenzen des Parlaments weggehen und dass sie eben nicht bei einer europäischen demokratisch gewählten Institution anlanden, sondern irgendwo im intergouvernementalen exekutiven Bereich. Und diese Verschiebung halten wir A für schädlich, für Europa politisch schädlich und B für mit unserer Verfassung und den roten Linien, die Karlsruhe eingezogen hat, nicht vereinbar.
Beim Fiskalpakt hat der Degenhardt die Kündigungsunmöglichkeit schon erwiesen. Das ist natürlich eigentlich auch nicht möglich. Wenn der Deutsche Bundestag mit 2/3 Mehrheit eine Schuldenbremse einziehen kann, mit einer bestimmten Höhe, da kann man dafür oder dagegen sein, ja, dann kann er dieses auch verändern mit der entsprechenden verfassungsändernden Mehrheit. Nach Ratifizierung des Fiskalpaktes kann er das nicht. Das heißt, dann gilt das, was durch dieses europaähnliche Völkerrecht tatsächlich hier festgelegt wird. Das ist einer oder eigentlich der Hauptpunkt, der uns stört. Und ich könnte mir vorstellen, dass Karlsruhe diese rote Linie tatsächlich bestätigt. Und dann ergibt sich natürlich die Frage, ja, ist dann die Auswirkung nicht eine, die Sie gar nicht wollen, weil wir ja sagen, wir sind für Europa, für ein demokratisches Europa, oder wir sind auch keineswegs gegen den Euro im Unterschied zu anderen. Also würde da nicht die Renationalisierung unterstützt? Da kann ich nur mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Herrn Voskuhle, sagen, dass die Rechtsprechung von Karlsruhe zu europäischen Rechtsfragen sich nie als Einbahnstraße gezeigt hat, sondern dass da immer eine gegenseitige Befruchtung der Fall war und genau die muss man wollen, wenn man Europa will. Auch wenn, und die Überwindung der Eurokrise dauert ja auch eine gewisse Zeit, also von daher gesehen hätte man das auch anders anlegen können, auch wenn zum Beispiel die Einberufung eines Konvents und die Berücksichtigung der Demokratie in Europa und in den europäischen Verträgen mit Kontrollfunktionen für das Europäische Parlament möglicherweise etwas mehr an Zeit gekostet hätte. Das sehen wir auch so.